Ja, mitten im Sommer zittern die Deutschen schon beim Gedanken an den Winter. Und jetzt bröckelt auch noch der letzte Anker aller Verbraucher, sollte das Gas knapp werden. Bisher hieß es ja immer, private Haushalte sind sicher, der Gashahn wird nicht gekappt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat jetzt allerdings zum ersten Mal diese Priorisierung in Frage gestellt. Niemand soll frieren, aber dass private Haushalte auch ihren Anteil leisten und dass eine dauerhafte oder langfristige Unterbrechung von industrieller Produktion massive Folgen auch für die Gesamtwirtschaft hat, für die Menschen im Land, für die Versorgungssituation. Das, denke ich, ist inzwischen auch erkannt. Und genau darüber wollen wir sprechen mit Bild-Politik-Chef Jan Schäfer. Schönen guten Morgen, Jan. Guten Morgen. Jan, es war ja der letzte Anker, dass diese Priorisierung eben nicht eintritt, dass die privaten Haushalte verschont bleiben. Bröckelt das jetzt oder müssen wir alle auf einen milden Winter einfach nur hoffen? Wir müssen auf einen milden Winter hoffen, ohne Frage, angesichts der Situation, in der wir uns alle befinden. Und das, was Robert Habeck anspricht, das tut er ja eigentlich auch schon seit längerer Zeit. Also er fordert die Bundesbürger, ja, aber auch die Unternehmen auf, Strom und Energie zu sparen, wo es eigentlich nur geht. Hat sogar ja angeregt, auch weniger zu duschen. Das heißt, Robert Habeck ist so etwas wie ein Energieverhinderungs- oder Drosselungsminister derzeit. Und in dieser Situation und auch mit diesem Mantra ist er gestern eben auch in Wien aufgetreten. Jetzt gibt es natürlich die Frage, private Haushalte, das ist der Anker sozusagen für uns, dass der Gashahn nicht gekappt wird. Aber sind wir dazu egoistisch? Gibt es Industrien, die wirklich viel, viel dringender das Gas brauchen? Also wenn es nach dir ginge, wer würde priorisiert werden? Das, was Robert Habeck gerade gesagt hat, ist ja auch bezogen auf einen längeren Zeitraum. Und es gibt diese Priorisierung vollkommen richtig. Und die ist sozusagen auch von Brüssel, von der EU aus vorgegeben für die EU. Die könnte man auch nicht so ohne weiteres einfach ändern. Aber was Robert Habeck sagt, ist, wenn wir in einen langen Prozess kommen und es einen richtigen Streit um die Frage geht, also wer bekommt denn eigentlich noch richtig Gas und Energie, dann sagt er natürlich auch als Wirtschaftsminister, und das ist verständlich, kann ich natürlich nicht den Unternehmen sagen, ihr dürft jetzt alle nicht mehr produzieren, damit, und ich überspitze jetzt ganz bewusst, die Bundesbürger aber alle kuschelig warm zu Hause in ihren Wohnungen sitzen. Das ist so das Feld, auf dem er sich bewegt. Und wenn wir priorisieren müssen, dann ist natürlich ganz klar, es geht um die älteren Menschen, es geht vor allem auch um die kranken Menschen, also es geht um die, die wirklich Wärme und Energie nötig haben, um zu überleben. Und jemand wie ich kann sicherlich auch auf ein bisschen Gas und Energie eher verzichten, sich einfach einen wärmeren Pullover überstülpen im Winter, ohne dass ich jetzt sage, dass das eine tolle Situation ist. Keine Frage, das müssen wir auf jeden Fall natürlich irgendwie zu verhindern versuchen. Gastriage hört sich wirklich schlimm an. Das hat es in Deutschland so eben noch nicht gegeben. Wenn es dann so weit kommt, du hast gerade gesprochen von der Priorisierung, also dass Krankenhäuser, Altenheime natürlich so lange wie möglich im Warmen eben sein sollen und die privaten Haushalte vielleicht hinten anstehen müssen. Aber wenn es tatsächlich dann so eintritt, ist das natürlich für alle Betroffenen dann sehr, sehr hart. Das ist absolut hart, das ist ein Extremfall und das ist sowohl für die Verbraucher wie aber auch die Industrie oder alle Unternehmen natürlich ein richtiger Schlag ins Kontor. Und das kann auch bedeuten, dass Firmen Menschen entlassen müssen, Mitarbeiter entlassen müssen. Das würde dann die Arbeitslosigkeit erhöhen. Das heißt, da würden Menschen möglicherweise zu Hause ihre Heizung runterdrehen müssen und dann auch noch ihren Job verlieren. Das trifft die dann doppelt hart. Das ist wirklich ein Drama, in das wir dann möglicherweise hineinlaufen. Aber wir sehen auch, und das hat Robert Habeck auch noch einmal betont, das sind extreme Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Und man muss sich immer wieder fragen, wie konnte eigentlich eine Bundesregierung, wir bei Bild haben das ja auch immer wieder beklagt, wie konnte eine Bundesregierung sich in den vergangenen Jahren so in die Abhängigkeit von Russland, von einem Despoten geben und am Ende mit mehr als 50% Gasimport aus Russland dastehen. Das ist eigentlich im Nachhinein betrachtet nochmal eine totale Katastrophe. Glaubst du, dass das schon bei allen Deutschen angekommen ist, diese Abhängigkeit einerseits und andererseits diese Haltung, naja, dann ziehen wir uns halt im Winter mal ein Polymer an? Es ist bemerkenswert, dass viele Deutsche das natürlich jetzt genau so sehen. Aber auf der anderen Seite bemerkenswert ist, dass viele, die dafür verantwortlich sind, dass wir in dieser Abhängigkeit sind, einfach noch in Spitzenämtern in der deutschen Politik sitzen. Beispielsweise Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der ja an vorderster Front für Nord Stream 2 beispielsweise, aber auch für die Gasabhängigkeit zu Russland gekämpft hat. Was ist mit Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die ebenfalls immerhin noch in ihrem Spitzenamt sitzt, aber auch massiv die Kontakte nach Russland gepflegt hat. Und
die Gasimporte aus Russland ausbauen wollte und auch immer verteidigt hat. Michael Kretschmer ist auch der sächsische Ministerpräsident, jemand, der einen ganz, ganz engen Draht zu Russland pflegt und auch den Austausch und die Gasimporte und die Abhängigkeit von Russland eigentlich immer wieder verteidigt hat. Das heißt, wir sehen, es gibt Politiker in Spitzenämtern, die uns das mehr oder weniger eingebrockt haben, dieses Dilemma, und bisher aber keine Konsequenzen gezogen haben. Absolut. Jetzt müssen die Bürger das Beste daraus machen. Vielen Dank, Bild-Politik-Chef Jan Schäfer. Danke dir.